Jo Leute, was geht ab? Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mir im Herzen liegt. Und das Thema ist, wie ich eine Essstörung bekommen habe durch Fitvideo Macros. Also wie gesagt, ich esse jetzt, also seit 5 Jahren ernähre ich mich so. Und gut, der Vorteil ist, ich bleibe immer stetig gleich von den Kalorien und kann eigentlich im Grunde genommen essen, was ich möchte. Bei mir gab es wirklich tagtäglich Pizza, Hamburger und das schon seit Jahren. Und ich habe trotzdem gute Resultate erzielt, weil es halt in meine Kalorienbilanz reingepasst hat. Und ich wollte jetzt einfach über die negativen Aspekte drüber sprechen. Zum Beispiel, dass ich eine Essstörung entwickelt habe. Dass ich mir immer ausrechne, wie viel Süßes, wie viel Schrott ich mir reinziehen kann. Man sagt ja, 80% gute Lebensmittel, 20% schlechte Lebensmittel. Bei mir ist es umgekehrt. Und dann kommt es halt schnell so, dass ich dann lange unterwegs bin, den ganzen Tag und schlussendlich bei uns hat dann nur noch McDonald's offen oder weiß ich nicht was. Oder ich arbeite auch in der Pizzeria und da isst du halt dann schnell mal eine Pizza. Und was ich jetzt gemerkt habe, also If It Fits Your Macros funktioniert, das auf jeden Fall, will ich auch nicht schlecht reden. Aber wenn es geht, würde ich einfach schauen, dass ihr euch trotz der Kalorienanzahl an strikte Regeln hält. 500 Gramm Früchte und Gemüse pro Tag zu euch nimmt und wirklich nicht übertreibt mit dem Fast Food. Weil ich merke selber, meine Erholung hat extrem darunter gelitten. Ich schlafe schlecht und ich komme fast nicht mehr raus. Weil das Ding ist, du kannst ja immer alles zurechtlegen mit If It Fits Your Macros. Und das ist eben genau das Problem bei der Sache. Von dem her wollte ich euch einfach nur warnen, aber seid euch immer im Klaren, dass unverarbeitete Lebensmittel, gesunde Lebensmittel, eine gute Lebensmittelauswahl, eine gute Qualität immer besser ist. Ich merke halt oft, dass ich eben in der Nacht schlecht schlafe oder kaum schlafe. Ich bekomme vielleicht 4, 5 Stunden Schlaf rein pro Tag, also pro Nacht. Und meine Leistungsfähigkeit sinkt auch extrem am Tag durch, fast also keine Energie. Verletzungsanfälliger und natürlich, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, man wird viel öfter krank, weil es fehlen die Nährstoffe. Ernähre ich mich gut, aber ich fliege halt immer wieder ins alte Muster rein und das Video mache ich, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht wie ich, weil klar, man kann sich alles immer schön ausrechnen, man kann sich eine Pizza gönnen, das ist ja kein Problem, spielt ja keine Rolle, du kannst problemlos eine Pizza essen, wenn es wirklich reinpasst, wenn du deine Mikros abgedeckt hast. Genügend Vitamine hast, deine Proteine abgedeckt hast. Eben das ist auch ein Faktor. Ich habe meine Proteine immer abgedeckt, sodass es von den Makros her passt. Aber ich habe die Mikros größtenteils ignoriert und ab und zu durch Vitaminkapseln ausgeglichen. Und keine Vitaminkapsel der Welt ersetzt gutes, frisches Gemüse und macht nicht die gleichen Fehler wie ich. Falls euch das Thema Ernährung generell interessiert, kann ich sicher mehr Videos dazu machen. Ich kann auch mal gern Full Day of Eating machen. Und ich mache mal ein Full Day of Eating, so wie ich ihn normalerweise habe und so wie ich ihn gern haben möchte. Dass man so den Unterschied sehen kann. Weil ich kann jetzt, dann könnt ihr euch auch vorstellen, was ich gegessen habe. Und das habe ich wirklich tagtäglich gegessen. Von dem her bedanke ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal.